Es ist spannend. Gut. Heute sprechen wir. Hallo. Ich weiß. Ja, wir sprechen über verschiedene Themen. Und zwar über Technologie. Okay. Das erste Bild ist eine Kassette. Und ist die Kassette aus den 80er Jahren oder aus den 90er Jahren? Aus den 90er Jahren. Und es ist altmodische Technologie. Altmodische Technologie, Old Fashioned Technology. Sehr schön. Passt. Save you. Let's get this in the slideshow mode. Slideshow. Okay, super. Are you... What's up, Isaac? You okay? Okay, perfekt. Gut. Hier haben wir eine Kamera. Eine Kamera. Und mit der Kamera... Ich weiß, ich bin oben, ja, ich bin auf dem Bildschirm, ja, ich bin berühmt, ja, ich bin ein Promi, Celebrity, ich bin ein Promi. Okay, ich bin's. Und wir sehen, ist das eine neue Kamera oder eine alte Kamera? Ist eine ältere Kamera, an older Kamera, ja, okay. Und was... Ja, bitte. So. Ja. Hört bitte zu. Was macht man mit der Kamera? Mit der Kamera macht. So. Wie viele Bilder sind oben? Wie viele Bilder sind da? 1, 2, 3, 4. 4 Bilder. Was sieht man auf dem Bild? Das sind 2 Personen, oder? 2 Personen. Ein Mann und eine. Frau, ein Mann und eine Frau. Gut, passt. Weiter. Was kommt dann? Oh, hier ist eine Kamera. Ist die Kamera neu oder alt? Alt. Die Kamera ist alt. Ist ziemlich alt. Und schau, da sind Buchstaben oben. Da steht Smirna. Das ist eine sowjetische Kamera. Aha, ist eine sowjetische Kamera. Und die Kamera, die Sowjetische, Moment, die sowjetische Kamera. Was glaubt ihr? Ist sie von hoher Qualität oder von niedriger Qualität? Wahrscheinlich von niedriger Qualität. Gell? Okay. Welche Kamera ist besser? Diese westliche Kamera oder die sowjetische Kamera? Die westliche, die amerikanische. Aber die Kamera ist wahrscheinlich eine japanische Kamera. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich Kodak oder so. Ich weiß es nicht. Kodak, ist das eine japanische Firma oder chinesische Firma? Oder? Ist eine amerikanische Firma. Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, da ist die sowjetische Kamera. Oh, Kodak. Ja, ist das eine alte oder eine neue Kamera? Eine alte Kamera, ja. Welche Kamera ist besser, die Kodak-Kamera oder die sowjetische Smirna-Kamera? Kodak wahrscheinlich. Okay, gut. Schau. Wow. Ich glaube, das ist eine alte Technologie. Es ist eine alte Technologie, aber eine neue Kamera. Ja, ich glaube, das ist eine neue Version von einer alten Kamera. Es ist eine neue Version von einer alten Kamera. Ja. Okay. Nächstes Bild. Ah, schau. Und das hier. Ist das eine Kamera oder ist das ein Handy? Es ist ein Handy. Ein Handy mit einer Kamera. Drinnen, oder? Yeah. Ja, also die Kamera ist drinnen, ist im Handy drin. Ja. Ist das eine neue Technologie oder eine alte Technologie? Alt, okay, passt. Oh, schau hier. Das ist eine Tastatur. Eine Tastatur. Cooperchen. Ist das eine neue Tastatur oder eine alte Tastatur? Es ist eine alte Tastatur, ja. Und, Cooper, ist das eine englischsprachige Tastatur oder eine deutschsprachige Tastatur? Es ist eine englischsprachige Tastatur, richtig. Okay, hier, diese Tastatur. CJ, ist das eine neue Tastatur oder eine alte Tastatur? Das ist eine alte Tastatur. Und was macht man mit der Tastatur? Schreibt man oder macht man Bilder? Man schreibt mit der Tastatur. Und Liam, was macht man mit der Kamera? Bilder oder schreibt man? Macht man Bilder oder schreibt man mit der Kamera?
Mit der Kamera? Mit der Kamera macht man Bilder, genau. Und mit der Tastatur schreibt man. Okay, gut. Alt oder neu, diese Tastatur? Neu. Alt. Okay. Tastatur, Handy oder Kassette? Kassette. Kassette. Die Kassette ist eine alte Technologie oder eine neue Technologie? Eine alte Technologie. Penotti, was macht man mit einer Kassette? Musik hören, Bilder machen oder Texte schreiben? Musik hören. Musik hören, genau, richtig. Das stimmt. Das ist richtig. Gut. Ist die Kassette funktionstüchtig oder kaputt? Ist kaputt, ja. So, die Kassette ist kaputt. Kann man aber reparieren. Gut. Was sind diese Kassetten? Was für Kassetten sind diese? Sind sie Musikkassetten oder Filmkassetten? Oder? Nein, die sind Musikkassetten. Das sind acht, wie sagt man das? Achtspurige Kassetten. Eight Tracks, achtspurige Kassetten. Ich weiß nicht mehr, wie man sie auf Deutsch nennt. Ich weiß es nicht. Eight Tracks. Ja, sind so achtspurige. Never heard of this ancient technology? So, mein Vater hat diese Kassetten gehabt. Mein Vater. Ja. Okay. Das ist ein Grammophon. Sehr alt. Ja, ein Grammophon ist sehr alt. Sehr alt. Und Robin, was macht man mit einem Grammophon? Hört man Musik, macht man Bilder oder schreibt man Texte? Man hört Musik. Ja. Man hört Musik, man macht keine Bilder, man schreibt keine Texte, man hört Musik, ja? Ich bin in einem Café, ich sitze in einem Café und ich trinke. Ja. Und ich schaue cool aus. Ja, okay, passt. Das ist ein Schallplattenspieler. Das ist eine Schallplatte. Ja, eine Schallplatte. Nolan. Hast du Schallplatten zu Hause? Hast du Schallplatten zu Hause? Bei dir zu Hause? Hast du Schallplatten bei dir zu Hause? So deine Eltern, dein Vater, deine Mama, haben sie Schallplatten? Das sind Schallplatten. Nein, keine Schallplatten. Okay. Klasse. Wer hat Schallplatten zu Hause? Hat jemand Schallplatten zu Hause? Das sind Schallplatten hier. Hat jemand Schallplatten zu Hause? Pierce, hast du Schallplatten zu Hause? Wie sagt man zu Hause auf Englisch? At home. Hast du Schallplatten zu Hause? Ja, Schallplatten. Die Platten. Oh, okay. Jude hat Schallplatten zu Hause. Ben, du hast Schallplatten zu Hause? Ben, Jude, Pierce, Philip. Habt ihr auch Kassetten zu Hause? Habt ihr Kassetten und Schallplatten zu Hause? Ja, beides. Okay. Ist das neue oder alte Technologie? Alte Technologie. Aber... Schallplatten, sind sie jetzt populär? Ja oder nein? Die Schallplatten sind jetzt populär. Sie sind nicht neu, aber sie sind populär. Okay. Oh. Okay. Ja. Das ist eine Stereoanlage. Das ist eine Hallo, Servus, grüße euch. Wir reden über die alte Technologie und ich möchte das wieder in Präsentationsformat haben. Mal schauen, Slideshow. Los geht's. Ja, es ist mir wurscht. Diese Kassette hier oben, diese Kassette. Ja, die Kassette ist eine Musikkassette und die Kassette kommt aus den 90er, aus den 90er Jahren oder aus den 80er Jahren? Aus den 90er Jahren. Mhm. Ist das eine alte Technologie oder eine neue Technologie? Das ist eine alte, altmodische Technologie. Gut, wir gehen auf den nächsten. Ja, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Das ist eine ältere Technologie, aber keine echte. Alte Technologie. Das ist eine ältere Technologie. Ja. Und was ist das überhaupt? Was ist das? Ist das? Das ist eine Kamera. Tatsächlich. Ja, richtig. Okay. Und was macht man mit der Kamera? Schreibt man Texte oder macht man Bilder?
Macht man, man macht Bilder. Wie sagt man Bilder auf Englisch? Pictures. Man macht Bilder mit der Kamera, oder? Das ist logisch. Aber was sieht man auf dem Bild oben? Auf diesem Bild sind zwei Personen, zwei Menschen. Ein Mann und eine? Ein Mann und eine Frau, richtig. Sind sie Geschwister oder sind sie Ehemann und Ehefrau? Was glaubt ihr? Geschwister? Ehefrau. Ehefrau und Ehemann? Das ist möglich. Das ist möglich. Okay. Was? Das nächste Bild. Was kommt jetzt? Was ist das? Eine sehr alte Kamera. Okay. Schau auf den Namen. Welche Marke ist die Kamera? Die Kamera ist nämlich ein Smena oder Smirna. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Betonung liegt. Aber das ist eine sowjetische Kamera. Eine sowjetische Kamera. Und die, eine kommunistische Kamera. Genau. Okay. Die Kamera ist die sowjetische kommunistische Kamera von einer hohen Qualität oder von einer niedrigen Qualität, glaube ich. Es ist wahrscheinlich von einer niedrigen Qualität, ja? Und sie ist alt, die Kamera. Ja, bitteschön. Ja, ja, kein Problem. Gut, diese Kamera ist eine Kodak-Kamera. Kodak, ist das eine US-amerikanische Firma oder eine sowjetische Firma? Das ist eine US-amerikanische Firma. Ja, schon, kein Problem. Na, es geht schon, es geht schon. Gut, Kodak-Kamera. Ja, genau. Okay, und das, ist das eine alte Kamera oder eine neue Kamera? Okay. Moment. Das ist eine neue Version, also ein neues Modell von einer alten Version von einer Kamera, oder? Ja. Genau, so ist es. Es ist eine alte Technologie mit der Kamera Obscura, aber es ist eigentlich eine neue Kamera. Die Technologie ist alt und der Still ist alt. Aber die eigentliche Kamera ist neu. Passt. Und was macht man mit diesem Gerät hier? That's the brand. That's actually old. Ist das ein Handy oder eine Kamera? Ein Handy. Aber das Handy hat eine Kamera drinnen, oder? Yes. Ja, das Handy hat normalerweise eine Kamera drinnen. Okay. Und was macht man mit dem Handy? Schreibt man mit dem Handy oder macht man Bilder mit dem Handy? Beides. Man schreibt Texte mit dem Handy, oder? Und man macht Bilder. Man schreibt Texte und man macht Bilder mit dem Handy. Ja, okay. Kann man Musik hören mit dem Handy? Ja. Ist das Handy das Smartphone? Ist das eine neue Technologie oder eine alte? Das ist eine relativ neue, so circa 10 Jahre alt, oder? Das ist circa, wie alt ist dein Handy? Wie alt ist dein Handy? Wie alt? Ist es 2 Jahre alt? 3 Jahre alt? 1 Jahr alt? Wie alt? How old is it? Wie alt ist dein Handy? Oh, 13 Jahre alt. Okay, iPhone 13. Ein Jahr alt, dankeschön. Okay, das Handy. iPhone 13 ist ein Jahr alt. Okay, super. Das nächste Bild. Mal schauen, was kommt. Was kommt jetzt? Oh, das ist eine... Das ist eine Tastatur. Hier habe ich auch eine Tastatur, eine spanischsprachige Tastatur. Ja, das ist eine englischsprachige Tastatur. Und die Tastatur ist auf einer Schreibmaschine oben. Auf einer Schreibmaschine oben. Okay. Und hier ist auch eine Tastatur. Ja, das ist ein, glaube ich, ein Textverarbeitungsgerät oder so. Ich weiß nicht. Ist das? Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat schreiben können und auch die Texte verändern können, aber nur so 2-3 Zeilen. We were able to write a little bit and then you could correct a little bit, but not a whole lot, is what it was. Mm-hmm. Ein Textverarbeitungsmaschine. Ja. Ein Word Processor. Nein, ich glaube, Braille kann die Maschine nicht. Okay. Ist das eine neue oder eine alte Tastatur? Alte Tastatur. Ja, Computer zumachen, bitteschön. Schließt den Computer. Dankeschön, Thomas. Oh, hier ist wieder eine Kassette. Was macht man mit der Musikkassette? Hört man Musik, schreibt man Texte oder macht man Bilder mit der Kassette? Man hört Musik.
Man hört Musik mit der Kassette. Ja. Und diese Kassette hier, ist sie kaputt oder ist sie funktionstüchtig? Sie ist wahrscheinlich kaputt, ja. Man kann sie vielleicht reparieren, aber sie ist wahrscheinlich nicht funktionstüchtig. Das nächste Bild. Ah, das ist eine 8-Spur-Kassette. Eine 8-Spur-Kassette. Wie sagt man 8-Spur-Kassette auf Englisch? 8-Spur. 8-Track. Aiden, hast du eine 8-Spur-Kassette gesehen? Ja, hast du? Mein Vater hat 8-Spur-Kassetten zu Hause. Aiden, deine Eltern, haben sie 8-Spur-Kassetten zu Hause? Weißt du nicht. Okay, vielleicht die Großeltern. Okay, und was macht man mit 8-Spur-Kassetten? Musik hören, Texte schreiben oder Bilder machen? Musik hören, ja, normalerweise. Computer zumachen, bitteschön. Ich mag es nicht wieder sagen. Und das ist ein Grammophon. Was macht man mit dem Grammophon? Was macht man mit dem Grammophon? Oh, that's a trumpet. Musik zuhören oder sich Musik anhören. Ja, Musik anhören, sich Musik anhören. Kann man mit dem Grammophon schreiben? My grandma has one. Ja, das hier. Okay. Man gibt die Schallplatten, das sind Schallplatten, man gibt die Schallplatten auf den Schallplattenspieler. Und was macht man mit dem Schallplattenspieler? Hört man Musik, macht man Bilder oder schreibt man? Musik. Man hört Musik mit dem Schallplattenspieler. Moment, welche Farben haben die Schallplatten normalerweise? Die Schallplatten sind normalerweise weiß, blau, grün, rot, schwarz. Schwarz. Die Schallplatten sind normalerweise schwarz. Schallplatten. Schallplatten, schwarz. Black, schwarz. Ja, gut. So, Aiden, hast du Schallplatten gesehen vorher? Schallplatten gesehen? Yeah. Ja, hast du. Dane. Also, dein Cousin hat einen Schallplattenspieler. Okay. Was? Welche Technologie hat eine bessere Tonqualität? Kassette, Schallplatte oder CD? CD wahrscheinlich, ja. Aber es ist auch eine Frage des Geschmacks. Es ist eine Geschmacksfrage. Na, Geschmacksfrage ist a question of taste. Geschmacksfrage. A question of taste. Weil manche Menschen mögen Schallplatten. Manche Menschen mögen CDs. Okay. Oh, das ist eine... No. Wie sage ich das? Okay, gut. Ich erkläre das abseits der Kamera. Okay, here we go. Oh, was ist das? Das ist ein Walkman, ja? Ein Walkman. So, Walkman is also a brand name. Das ist eine Markenname. Ja, ein Markenname. Mom, I see Mom. Do you see it? Ja. Oh, was sind diese Sachen hier? Sind das Schallplatten, Kassetten oder 8-Spur-Kassetten? Das sind Schallplatten. Ja. Das ist eine alte Technologie. Ja. Okay, das ist... So ist das alt oder neu? Those are old. Okay, ja. Yeah. And very old. Relative old. Relativ alt, oh, schau. Old. Es ist der Parks. Das ist der Parks, schau. Schön. Okay, wir sagen, das ist alles. Tschüss, danke schön fürs Zuhören. Ciao.